in der letzten Folge. Kapitän Morten Hansen übernimmt auf Tahiti das Kommando. Morten, alles Gute dir. Und zwei Schiffsprofis finden beim Südsee-Tanzkurs ihre Meister. Ja, das sieht alles sehr schön aus bei den 150 anderen Menschen. Bei Sänger Julian David macht vor dem Auftritt die Stimme schlapp. Klappe halten wäre die schlechteste Nachricht, die du mir geben kannst. Und Familie Gleis platzt fast vor Stolz beim Ausflug mit Sohnemann Leo. Ist das nicht der Wahnsinn, wie mutig der ist? Es wird warm und Sonne und hoffentlich eine wunderbare Tag hier in Bora Bora. Der Lotse hilft dem Kapitän, die richtige Ankerposition für den Tag zu finden, nahe genug an der Trauminsel. Von dort aus übernehmen Tenderboote den Taxiservice. Wir haben einen guten Ankerplatz und das ist ja schön auch, keine anderen Schiffe. Vielleicht ein paar Yachten hier, aber sonst immer alleine in den Bora Bora. Der erloschene Vulkan Mount Otemanu hüllt die Sonneninsel noch in Schatten. Das Leben auf Bora Bora ist noch nicht erwacht. Aber jetzt kommt Besuch. Ist fast gestoppt und in jedem Moment let go. Let go, starboard forward, let go. Das Kommando für 6 Tonnen Anker plus Kette. Ein der Kühe hat Küchenpraktikant Steven Frühstücksdienst. Er soll 400 Rosetten aus Butter formen. Das klingt einfacher, als es ist. Die Butterblumen sind nicht ganz nach dem Geschmack von Sous-Chefin Tamara Richter. Das kannst du schauen, dass bitte überall dieselbe Form von Rosette drin ist, weil diese hier sieht anders aus als diese, oder? Ja. Tamara ist Perfektionistin, Steven versucht's. Es ist wichtig, dass jedes Töpfchen ausschaut wie das andere. Und wenn ich jetzt einfach 2 oder 3 verschiedene Arten von Formen habe, ist es einfach nicht gleich, weil die Gäste schauen sehr wohl, was auf dem anderen Tisch drauf ist. Und darum muss eins aussehen wie das andere. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten zurück in den Buttertopf. Steven trägt's mit Fassung. Ja, Tamara hat so ein paar unterschiedliche Rosetten entdeckt, also wo anders ausgesehen haben wie die anderen. Ja, aber Tamara findet eigentlich immer was. Und von daher, ich bin keine Maschine und wenn man Fließbandarbeit macht, dann passiert einfach ein Fehler. Von daher trifft mich das eigentlich gar nicht mehr, wenn sie irgendwas findet, was es nicht so ist. Steven hat in einer Hotelküche gelernt und dort für deutlich weniger Gäste gekocht als auf dem Schiff. Bei mir zu Hause wird auch Wert drauf gelegt, dass wir frische Produkte nehmen, dass gut gekocht wird. Aber es waren halt dann für 100 Personen und nicht für 700 oder 800 Personen. Und hier ist halt die Schwierigkeit, die Masse und trotzdem halt die Klasse zu behalten. Und so macht Steven weiter massenhaft klasse Butterröschen. Sänger Julian David ist nach seinem Frühstück mit den Reiseleitern Moritz und Cori verabredet. Ja, alles gut. Und bei euch? Ja. Lass uns gleich los, oder? Ja, Boot, oder? Direkt. Ja. Direkt. Die beiden haben einen freien Tag und wechseln zusammen mit Vox-Club-Gründungsmitglied Julian vom Kreuzfahrtschiff aufs Motorboot. Am Hafen werden sie bereits erwartet. Ja, wir haben gehört, dass man mit so einem Bötchen hier ein bisschen um die Insel fahren kann und dass man dabei auch auf Haie trifft und Rochen streicheln kann. Und das wollen wir einfach jetzt mal ausprobieren. Aber wir wissen eigentlich noch gar nicht so genau, was passiert, aber wir lassen uns überraschen. Ja, ich habe schon extra meine Schnorchelbrille mitgenommen. Mal gucken, ob ich die vielleicht heute benutzen kann. Das wäre schön. Ja. Ja. Muss mal reinspucken, glaube ich. Ne? Ja, aber noch nicht jetzt, später dann. Das ist, ja. Vielleicht wollen sie ja auch gar nicht so genau hinsehen. Noch sind die drei entspannt. Ich bin noch nie mit Haien geschnorchelt. Und man hat auch ein bisschen Respekt, glaube ich, wenn man die Haie dann sieht und die so 3-4 Meter groß sind, oder? Ja. Aber freuen tue ich mich trotzdem drauf. Ja, und ich bin sehr gespannt. Also ich bin gespannt, ob ich mich überhaupt traue, wirklich, wenn ich so eine Flosse sehe, über Wasser dann auch ins Wasser zu gehen. Aber es ist quasi der Tag der Herausforderung. Genau. Ja.
Und die erste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Sie sind sehr früh abgebrochen. Ach, da sind sie. Das sind sie. Hier ist Rochen, oder? Nein, Haie. Das sind Haie. Ach du Scheiße. Ich bin sehr nervös. Ich bin, ich freue mich drauf. Also ich mag ja Herausforderungen, aber schauen wir mal. Aber weißt du, am Ende bist du halt auf Bora Bora gestorben. Das kann auch nicht jeder sagen. Das stimmt. Das ist schon was Besonderes. Wenn, dann auf Bora Bora. Ja, also, wenn, komm. Quietschfidel erobert die Gruppe von Reiseleiter Bernd Bora Bora. Ja, ich habe noch einen Ausflug zu betreuen. Ich werde jetzt noch eine Inselrundfahrt machen. Die geht etwa 2,5 Stunden. Und danach treffe ich mich noch mit dem Christian. Und wir werden heute einen ganz besonderen Ausflug nachher machen. Und zwar werden wir auf dem Meeresgrund spazieren gehen. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, hat jeder einen Sitzplatz? Sieht sehr gut aus. Wunderbar. Die Insel füllt sich langsam mit Tagesausflüglern. Und auch Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und Kapitän Hansen haben heute Zeit für einen Landgang. Es ist auch unfassbar, was diese Insel einfach durch dieses Lied populär geworden ist. Ne? Aber sie ist auch schön. Sie ist richtig schön. Ich glaube, jeder Promi, der überhaupt hier in die Südsee fährt, der kommt tatsächlich hier hin. Ne? Ja. Ich habe gehört, Gerüchte, eine Bloody Mary Bar oder was ist das? Ja, das ist gerade jetzt mit den Promis. Also jeder berühmte oder berühmte Persönlichkeit, die einmal hier war, die war in Bloody Marys. Also von Frank Sinatra bis, ich weiß auch nicht wer. Alle, wenn sie hier sind, gehen in Bloody Marys. Und ich finde eigentlich, das sollten wir auch tun. Das sollte man. Ich meine, die werden uns zwar nicht auf das Board schreiben, aber wir können ja ein Foto machen. Dann, da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Also ich und Fred Astaire. Und, ja, ich meine, das Foto müssen wir uns einfach gönnen vor Bloody Marys. Dort, wo alle waren, da wollen wir auch mal gewesen sein, gehört ja auch ein bisschen dazu. Und nach Toni Marshall und Fred Astaire dürfen diese beiden dort natürlich nicht fehlen. Und los geht's, los geht's. Komm, auf geht's. Okay. Und wer springt zuerst? Nicht die Herren. Julian und Moritz lassen ganz Gentleman Cori den Vortritt. Ja, mir geht's gerade nicht so gut, weil ich einfach nicht wirklich weiß, ob ich es machen soll oder nicht. Aber es ist auch eine einmalige Chance, sowas zu tun. Und die kommt so schnell wahrscheinlich nicht wieder. Nimm meine Hand. Kannst du springen, ne? Willst du springen? Mhm. Jetzt. Yay! Das macht die Haie neugierig. Oh Gott, ich hab gleich einen gesehen. Wenn ich nicht weiß, was unter mir ist, ist es so krass. Es nähern sich Schwarzspitzenhaie. Keine Selbstverständlichkeit. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Julian weiß das momentan eher weniger zu schätzen. Die Haie interessieren sich mehr für Sardinen, Heringe oder Makrelen. Und davon gibt es hier genug. Keine Gefahr also für Cori, Julian und Moritz. In tropischen Gewässern fühlen sich die Raubfische wohl und schwimmen meist an der Oberfläche, maximal in 30 Meter Tiefe. Mit durchschnittlich 1,5 Metern sind sie eher klein, aber das liegt im Auge des Betrachters. Hammerhart, oder? Das ist der riesige Hai. Wirklich geil. Boah, das sind so, vor allem als die zwei dann fast an der Oberfläche waren. Hammer. Und man muss sagen, die sind wirklich wunderschön, ne? Ja. Nach leichten Startschwierigkeiten will Julian gar nicht mehr raus aus dem Meer. Der Sänger ist begeistert von der Unterwasserwelt. Und ein bisschen auch von sich selbst. Ja, wenn so ein Hai auf dich zukommt, ist es schon mal sehr befremdlich, weil man einfach den natürlichen Instinkt hat, wegzuschwimmen. Bis man dann aber merkt, er hat den gleichen Instinkt. Also es ist tatsächlich so, dass man sich eigentlich mit den gleichen Ängsten begegnet. Und das war der Wahnsinn. Da waren so große, graue, bestimmt 3-4 Meter lang. Hammer. Also ich bin... Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das gewagt habe und bin total happy. Das ist wirklich ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Ja. Und das wird heute nicht die einzige Begegnung mit einem Raubfisch bleiben. Steffi und Alex wollen eine Austernfarm besuchen. Die Geschwister haben eine schwere Zeit hinter sich. Der Tod der Mutter vor 4 Jahren hat sie einander wieder näher gebracht. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit sind sie nun gemeinsam unterwegs. Auf dem Weg zur kleinen Schwester in Neuseeland und voller Abenteuerlust.
Heute gehen sie auf Schatzsuche. Denn was bringt man den Herzensdamen aus der Südsee mit? Ich hatte ja meiner Tochter versprochen, eine schöne Tahiti-Perle, so schwarze Perle mitzubringen. Mittlerweile sind es schon zwei Perlen, die ich mitbringen muss eigentlich. Deswegen hoffe ich mal, dass ich wirklich eine schöne Perle finde, vielleicht eine größere, eine kleinere, dass ich die beiden Frauen zu Hause zufriedenstellen kann. Und das wird, glaube ich, ganz interessant werden. Vor allen Dingen ist das ja auch so eine Art von Schatzsuche. Das hat einen ja schon als Kind fasziniert. Ja, genau, genau. Das wird ganz spannend, glaube ich. Schön. Bevor es zu den Muschelbänken geht, erklärt Besitzerin T das Austern-ABC. A wie Aufzucht. In die Auster wird ein Stückchen Muschelkalk und Gewebe eingebracht. Aus dem soll eine Perle entstehen. Dann kommen die Austern wieder ins Wasser. Das fühlt sich ganz schön glitschig an. Aber ich glaube, die werden auch immer geputzt zwischendurch. Mhm. Weil sonst würden sie, glaube ich, richtig zuwachsen. Und so können sie, so habe ich es verstanden, besser kontrollieren, ob sie was produziert haben oder nicht. Denn über die Hälfte der Austern stößt den eingesetzten Fremdkörper wieder ab. Nur blöd, dass man in die Muschel nicht hineinschauen kann. Ist ja ganz schön aufregend, ne? Kann auch eine Niete drin sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir eine finden. Ja, am besten gar nichts erwarten. Mit etwas Glück finden sie eine Perle. Welche Farbe die dann hat, ist ebenfalls reine Glückssache. Es gibt blaue, pinke, anthrazitfarbene, weiße und schwarze, hat sie uns erzählt. Und das ist immer eine Überraschung, was da rauskommt. Nur die tahitianische ist schwarz. Und damit eine der begehrtesten. Doch nach Perlen muss man tauchen. Und das stellt Steffi vor ein Problem. Ja, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, das ist ja mein erstes Mal, dass ich schnorchle. Und ich bin bekannt dafür, sehr ungeschickt zu sein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregter über das Schnorcheln als über das Perlen finden, tauchen. Und ich hoffe, alles geht gut. Andere werden es wahrscheinlich lustig finden, weil das das Einfachste der Welt ist. Aber ich bin aufgeregt. Während die Passagiere Bora Bora erkunden, ist das Schiff wie leergefegt. Die Gelegenheit für Praktikantin Isabelle und ihre Kollegen aus der Bordschreinerei. Sie erneuern die Fugen auf Deck 9. Auf dem Deck, wo der Pool ist, kommt immer viel Wasser auf den Boden. Und von den Dichtungen sind ein paar porös geworden. Und dann dringt das Wasser ins Holz ein oder halt zwischen die Dielen. Und das ist halt nicht gut, weil dann kann es von unten halt auch faulen oder so. Deswegen müssen wir jetzt von den Dichtungen welche rausschneiden und drunter dann trocken machen und dann wieder eine neue Dichtung reinmachen, damit das wieder zu ist. Kalfatern wird dieser Vorgang in der Fachsprache genannt. Viel Holz für die 25-Jährige, aber eines, mit dem sie in Karlsruhe noch nicht oft in Berührung gekommen ist. Mit Teakholz so in so großen Flächen zu arbeiten, ist schon was Besonderes, weil das hat man heutzutage jetzt nicht mehr so viel, weil es sind halt auch Tropenhölzer und Regenwald abholzen und so ist ja nicht mehr so modern zum Glück. Unter dem wachsamen Auge ihres philippinischen Chefs, Schreinermeister Jerry, arbeitet sich Isabelle Planke für Planke voran. Das erfordert Geduld. Das trocknet man jetzt so lange, bis es trocken aussieht. Also wenn man kein Wasser mehr sieht oder merkt, dann ist es okay und dann kann die neue Dichtung rein. Auch Kapitän Hansen ist noch an Bord. Er nutzt die Zeit vor seinem Landgang und schaut auf seinem Schiff nach dem Rechten. How is your assistant? It's very good, Captain. Very good? Yes, very. He's a hard worker? Professional, Captain. Yes, Captain. Ah, siehst. Die Jungs erzählen mir was. Oh, ja. Im Blaumann, das passt. Ja, ne? Ja. Ich habe ihm immer gesagt, er sei eine Frau rein in den Team, denn er hat immer ein positives Ding, was influieren. Und die Jungs, ich glaube, die gefällt es auch. Und ebenso, wenn eine Frau hat, so ein bisschen Power. Und diese Power braucht Isabelle auch. Am Ende der Reise muss das komplette Deck neu abgedichtet sein. Okay. Sieben Decks tiefer an der fast menschenleeren Rezeption hat Laura Dienst. Die 18-Jährige absolviert ein Hotelpraktikum an Bord. Heute wäre sie allerdings lieber Passagierin und an Land. 500 Ausreiseformulare muss sie noch ausfüllen. Bürokratie wird bei Behörden rund um die Welt großgeschrieben. Ja, jetzt muss ich noch ein paar Stunden hier sitzen
Hoffentlich gehen sie schnell rum, weil ich habe mich sehr auf Bora Bora gefreut. Weil es ist sehr weit weg von Deutschland, es ist auch sehr teuer. Der Flug ist lang. Ja. Und jetzt habe ich die Chance, mal hier zu sein und will das Beste auf jeden Fall draus machen. Wenn die Arbeit erledigt ist, will sie mit Schreinerin und Kabinengenossin Isabel shoppen gehen. Meine Mission heute ist, endlich mal einen neuen Bikini zu finden. Ja, Isabella geht auch mit. Mal schauen, ob wir was finden. Auf jeden Fall ist es sehr cool, einen Bikini von Bora Bora zu haben. Cool wäre es auch, wenn irgendwie hinten so ein kleines Schildchen mit Bora Bora oder so wäre. Weil wer hat schon einen Bikini aus Bora Bora? Oder eine echte Südseeperle. Im Einbaum geht's zu den Muschelbänken. 2 Jahre dauert es, bis die Auster aus 1000 Perlmuttschichten eine Perle gebildet hat. Eine solche müssen sie jetzt finden. Grandios. Mit meiner kleinen Schwester, die noch nie tauchen war, das wird schon lustig werden. Taucherbrille auf und ab ins Wasser. Steffi ist noch skeptisch, ob sie das auch hinkriegt, macht aber den Anfang. Okay, ich sehe schon bei was. Sekundendicht. Das ist gut, oder? Ja. Erst als Alex sich sicher ist, dass bei seiner Schwester alles klappt, wagt auch er sich unter Wasser. Schließlich hat er Freundin und Tochter eine Perle versprochen. 3 Meter unterhalb der Wasseroberfläche treiben die Zuchtaustern wie an Perlenketten im 26 Grad warmen Wasser. Steffi pflückt. Ich hab eine! Ich hab eine! Ich hab's geschafft ohne Schwimmflossen und ohne Schnorchel! Juhu! Jetzt bin ich richtig stolz. Und auch Alex entscheidet sich für einen Strang. Ob es der richtige ist, wird sich zeigen. Jetzt ist halt nur noch die große Überraschung, die große Frage. Haben wir auch Muscheln hochgeholt, in denen was zu finden ist? Und ich hoffe, das werden wir dann gleich in Erfahrung bringen, wenn wir sie öffnen. Ich bin total gespannt, was sich für ein und ob sich ein Schatz in der Muschel befindet. Ich kann ja in bestimmten Farben fluoreszieren. Aber ich hoffe einfach nicht, dass ich einen Schatz finde und mein Bruder nicht. Das wird mir schon ziemlich wehtun, weil er ja auch eine Mission damit beschreiten möchte, sozusagen. Erster Teil der Mission erfüllt. Jetzt müssen die beiden die Schatzkistje nur noch an Land bringen und schauen, was sich in ihnen verbirgt. Ja. Immerhin stehen die Chancen 50-50. In der Natur kommt eine Perle nur in jeder 15.000sten Auster vor. Also, so wie wir das gerade auch bei der Dame gelernt haben, werden die jetzt erstmal gleich geputzt. Das kann ich ganz gut. Und dann werden die professionell geöffnet. Wir dürfen uns aber nur eine aussuchen. Und wenn da eine Perle drin ist, dürfen wir die behalten. Wenn da keine drin ist, dann haben wir Pech gehabt. Wer das Perlenpaket bucht, geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Für eine leere Auster bekommt man eine Mittelklasse-Perle aus dem Shop. Tröstlich, aber nicht das, was sich Steffi und Alex erhoffen. Wir haben jetzt 2 rausgeholt und er hat uns auch nochmal 2 gegeben. Also so wie es aussieht, versucht er wirklich, dass wir wirklich eine finden. Wobei natürlich durch mehr heißt auch nicht gleich, dass unsere Chance höher ist. Die Entscheidungsfindung ist wahrscheinlich noch schwieriger jetzt. Ja, dann einmal blind drauf tippen. Erst wenn die Austern von Algen und Meerestang befreit sind, dürfen sich die Geschwister jeweils eine Muschel aussuchen. Ich habe zuerst. Da meine Tochter für mich die größte ist, nehme ich auch die größte. Das war's? Yeah. Oder weil du größenwahnsinnig bist? Nein. Ich nehme die. Hauptgewinn oder Niete? Das wird sich gleich zeigen. Und ich muss wissen, auch die ist verantwortlich für die ganzen Passagiere und die Besatzung an Bord. Und das sind erfahrene Jungs und ich habe Vertrauen in dich, in die auch. Ihr Ziel? Seit fast 40 Jahren die Kultbar der Insel, das Bloody Marys. Gibt es den Kaffee dort auch? Da gibt es Kaffee, aber es gibt auch die Bloody Mary ohne Alkohol. Ja, okay, also, wenn du noch fahren musst heute Abend, sollst du es nicht mit Bloody Mary fahren. Das ist eine Must auf dieser Insel. Jeder, der hier war, der geht ins Bloody Mary. Das ist die Innenkneipe, da müssen wir hin. Okay, lass mal das. Geht's los.
Na dann. Die Hollywood-Filme der 50er Jahre haben Französisch-Polynesien berühmt gemacht. Seitdem reisen die Schönen und Reichen nach Bora Bora. Und wer hier war, hat einen Bloody Mary in der gleichnamigen Kneipe getrunken. Auf der Gästeliste stehen 230 prominente Namen. Und vielleicht kommen heute noch zwei dazu. Auf der Brücke der Grand Lady hat der zweite Offizier Christian Baumann Ankerwache. Er ist jetzt für die Sicherheit der MS Artania mitverantwortlich. Die grünen Streifen, die man hier sieht, das ist die Vergangenheitslinie des Schiffes. Das heißt, man sieht dort, wie sich das Schiff bewegt. Sollte das Schiff aus diesem Bereich rauskommen, dann wissen wir, dass der Anker nicht im Grund hält, sondern dass der Anker über den Boden, über den Meeresgrund rutscht. Und das heißt für uns, dann ein wachsames Auge zu haben und gegebenenfalls den Anker hochzunehmen und nochmal neu zu werfen. Cori, Julian und Moritz gleiten durch die Lagune von Bora Bora. Ich habe noch nie so ein Wasser gesehen. Das ist der Hammer. Alle drei sind zum ersten Mal im Südseeparadies. Würdest du hier leben wollen? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also für so zwei, drei Wochen Urlaub ist das der Hammer. Aber ich als Stadtkind weiß nicht, ob ich hier leben könnte. Ja, hier kannst du keine Schlager verkaufen. Bora Bora. Der war gut. Die Rochen Avenue ist die Heimat von vielen Rochenarten, bunten Korallenfischen, Barracudas und Haien. Ein weltbekannter Tauchspot und ein Traum für Tierliebhaberinnen wie Cori. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht glauben. Das ist so wunderschön. Ich bin wirklich sprachlos. Das ist schöner als auf einer Postkarte, schöner als man sich das jemals vorgestellt hat. Und das ist so unreal, dass man hier plötzlich ist. Man glaubt gar nicht, dass das so sein kann irgendwo auf der Welt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich hier sein kann. Was ist das? Da sind sie alle. Nein. Auch noch. Das ist wieder so ein Schwarzspitzen-Riffhai. Reiseleiter Moritz wagt als erster die Begegnung mit den Stachelrochen. Innerhalb von Sekunden ist er umzingelt. Die Tiere werden von Tauchbooten regelmäßig angefüttert und sind überhaupt nicht scheu. Kann ich reingehen? Das ist ja cool, ey. Oh Gott. Wenn du draufsteigst, stell mal vor. Ja, nicht draufsteigen, oder? Nee, am besten nicht. Am besten nicht. Weil dann hast du Stachel. Nein, aber okay. Ich wage es. Solange die Tiere sich nicht bedroht fühlen, sind sie völlig ungefährlich. Da habe ich richtig Respekt gerade. Der hat mich gerade berührt. Echt? Wow! Oh mein Gott! Ihren Stachel nutzen Rochen nur zur Verteidigung. Meistens gegen Haie. Die Tiere hier sind an Menschen gewöhnt. Du stehst hier inmitten des Meeres und die Rochen kommen einfach auf dich zugeschwommen. Also ich kann gar nicht sagen, ob das aufregender ist mit den Haien. Also ich glaube, das ist dein Favorit. Das ist der Hammer. Vor allem die schwimmen auf einen zu, berühren einen. Unglaublich, noch nie erlebt sowas. Während die drei Freunde mit Rochen kuscheln, stecken zwei andere ihre Füße in den Sand. Barfuß ist im Bloody Marys Dresscode. Mein Bloody Mary ist ja mit viel Salz und so. Ja, ich nehme auch einen, sondern My Burger. Den legendären Fischburger. Mit so vielen Jahren, was wir haben gemeinsam gearbeitet und geleistet, dann ist es eine Beziehung, ja fast wie ein altes Ehepaar. Und ich kenn's. Jeden seine Schwache und Stärke. Ah, Jaurani! Bloody Mary! Oh, Jaurana! Oh, Bloody Mary for you. Virgin Bloody Mary for you. Wow, so this is the traditional drink then? Yes. It's with vodka, tomato juice. Spicy, with Tabasco, celery salt. Ich hoffe, du hast dich meinen... Skoll! Wie wir in Deutschland sagen, Skoll. Sowohl. Mm. Oh, sehr lecker. Sehr erfrischend. Klingt spicy. Spicy und klingt mehr nach einem Gemüse, denn nach einem Tomatensaft. Ja, Vitaminen. Ja. Mm. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis kennt seinen Kapitän seit 10 Jahren und weiß, was Morten Hansen gut tut. Ich
weiß auch genau, dass man Morten quasi rausziehen muss aus dem Schiff, ne? Weil spätestens nach 3-4 Wochen ist es soweit, dass man ihn an Haaren da rauszieht, damit er mal einfach eine andere Umgebung, andere Thematiken, dass man auch mal über Privatleben sprechen kann. Extrem wichtig, weil gerade die Seefahrer, die haben es ja dann an sich, die kommen ja nicht mehr runter von dem Dampfer, sind dann einmal um die Welt gefahren, waren gerade mal mit dem Fuß an der Pier. Oh, Thomas, jetzt kriegst du mir unsere Maue Maie. Wow. Maie Maie. Ah, das ist ja mal was ganz Neues. Jetzt schau mal. Sehr lecker. Thank you. Ah. Sehr lecker. Guten Appetit. Ist direkt aus dem Meer gesprungen. Du, sind wir ja auch nur 20.000 Kilometer gefahren, um so einen Burger zu essen. Also. Aber das ist ja der Gute hier. Ja. Fisch ist ja was Besonderes in der Südsee. Da hast du eine Quelle da draußen, wo alles wird frisch. Mhm. Wenn die Grand Lady vor Anker liegt, lässt sie der Kapitän nie lange aus den Augen. Vom Steg der Kultkneipe gibt's einen tollen Blick. Und auch wenn die Seebären schon viel von Bora Bora gesehen haben, dieses Motiv halten sie fürs Familienalbum fest. Bora Bora wird auch die Perle der Südsee genannt. Auf so eine hoffen jetzt Steffi und Alex. Gespannt warten sie auf den Moment, der verrät, ob sich in ihren ertauchten Austern ein Schatz verbirgt. In weniger als der Hälfte der Zuchtaustern wächst eine perfekte Perle. Alex hatte ein glückliches Händchen. Ich habe Gänsehaut. Unser Instinkt war doch richtig. Wir sind halt Gefühlsmenschen, ne? Haben wir sie beide gefunden für sie? Das ist ja schön. Also ich bin jetzt echt sprachlos. Also ich habe gedacht, jetzt vielleicht eine kleine schwarze zu finden. Ich habe auch schon im Schaufenster geguckt, dass viele Perlen auch nicht unbedingt die runde Form haben. Und jetzt haben wir wirklich, ja, die leicht lila, roséfarben und wirklich ganz rund. Ich glaube, das ist echt Schicksal. Eine Wahnsinns... Ja, bin sprachlos. Dieses same sensation. Yeah, this is beautiful. It's for my daughter. Wow. Das haut auch den stärksten Mann um. Oh, awesome man can cry. Alex kann sein Glück kaum fassen. Eine perfekte Perle für seine 8-jährige Tochter, die er jetzt sehr vermisst. Die wird sich freuen. Da kommen wir so. Jetzt ist Steffis Auster an der Reihe. Oh Gott. Ach. You are my lucky boy, I told you. Wow. Eine fast identische Perle. Jetzt ist auch Tee verblüfft. Sister and brothers, the same. Yes. This intuition or? It's our mother. Mm. Schön. Thank you so much. Also das ist ziemlich spooky alles und sehr, sehr emotional und packend, denn Alex und ich hatten irgendwie gleich den gleichen Instinkt, welche Muschel es denn sein könne. Und vorher haben wir ja gehört, dass sie ganz viele verschiedene Formen und Farben annehmen kann. Und wir haben beide die gleiche Farbe, die gleiche Form und haben beide eine Perle in unserer Muschel. Das ist als wenn... Die gleiche Größe, es ist... Als wenn unsere Mutter uns irgendwie geleitet hat, ne? Schön. Schön, schön. Weniger Glück hat Küchenpraktikant Steven. Während sich die Gäste auf der Insel vergnügen, hat er Dienst am Sandwich-Posten. Ja, ich mache jetzt gerade die Italian-Sandwiches. Also es ist mit getrockneten Tomaten, mit Pesto, dann kommt da Mozzarella drauf. Von den Italian-Sandwiches muss ich jetzt so knapp 40 machen. Die werden dann noch mal halbiert und dann, ja, kommen die auf kleine Portionen, auf die Platten, auf gemischte Platten mit den anderen Sandwiches, die wir dann auch noch heute machen. Und das kann noch einige Stunden dauern. Und dann legt der Chef wieder ab. Es tut schon ein bisschen weh, jetzt hier arbeiten zu müssen und jetzt nicht gleich auf die Insel rausgehen zu können und sie anzuschauen, zu baden zu gehen.
Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Gut, wenn man auch an Bord Freunde hat. Isabelle hat Pause und wartet auf das Schichtende von Hotelpraktikantin Laura. Die Zeit nutzt sie für eine Überraschung. Ich bastel jetzt für den Steven eine Geburtstagskrone, weil er morgen Geburtstag hat und wir ihm halt so eine kleine Überraschung wenigstens machen wollten. Ich finde, man sollte es für jeden so machen halt, weil wir sind hier ja alle so kleine Familie, auch wenn man sich jetzt noch nicht so lange kennt. Und ich fände es halt auch schön, wenn das jemand für mich macht, also mache ich das dann halt auch gern für die anderen. Und Schreinerin Isabelle ist nicht nur eine liebe Kollegin, sondern auch ziemlich kreativ. Basteln tue ich schon gern. Ich meine, so der Beruf bringt es ja auch mit sich, irgendwie immer was so mit den Händen zu arbeiten und so. Und ja, sagen wir mal, Basteln ist die abgeschwächte Form davon dann. Steven wird morgen 21 Jahre alt. Das wollen die drei Praktikanten gemeinsam feiern. Ich denke mal, wir holen Steven morgen ab, wenn er Feierabend hat. Dann kriegt er die Krone aufgesetzt und dann nehmen wir ihn mit, wahrscheinlich in die Gruba und sitzen da ein bisschen zusammen und feiern und tanzen und mal schauen. Auch Reiseleiter Bernd hat Pause und ist mit Christian verabredet. Der zweite Offizier muss erst wieder zum Auslaufen auf die Brücke. Hey. Hi, Bernd. Na? Na? Schon fertig? Ja. Wie war dein Ausflug? Ja, war gut. Ich habe eine Inselrundfahrt gemacht. Ja. Gäste alle happy, war eine tolle Tour. Und jetzt? Cool. Gucken wir mal. Machen, ne? Wir einen Ausflug. Machen wir einen Ausflug. Ich freue mich voll. Die zwei Kollegen wollen auf den Spuren von Jules Verne wandeln. Der Spaziergang auf dem Meeresgrund nennt sich Aquasafari. Den hat Brückenoffizier Christian ausgesucht. Mit dem Boot geht es in die Lagune. Wir erwarten natürlich, dass wir ein paar tolle Fische sehen, ein bisschen was von der Vielfalt der Natur unter Wasser heute. Und ja, mit viel Glück sehen wir auch ein bisschen was Größeres. Ja, wie so 20.000 Meilen unter dem Meer. Ja, es sind nur 3 Meter, aber trotzdem. Die Helme erinnern schon mal an Jules Vernes Klassiker. Sie sorgen für den Durchblick und dafür, dass ihnen unter Wasser nicht die Luft ausgeht. Guide Florian Mallet erklärt, wie es funktioniert. Maximum depth 10 feet means 3 meters and time 30 minutes. Okay. Underwater you can run, you can walk, you can jump or you can dance. Okay. Der Christian soll mal ruhig vorgehen, damit ich dann besser Bescheid weiß, wie es funktioniert. Deshalb Christian macht das für, ne? Okay. Mit Helmen wird seit über 350 Jahren getaucht. Dabei wird der Taucher über Schläuche mit Sauerstoff versorgt. Ein Gewicht am Helm hält ihn unter Wasser. Der Christian ist so schnell abgetaucht, der war plötzlich weg. Ich weiß gar nicht, man sieht ihn noch unten, aber ja, werde mich mal auf die Suche nach ihm machen. Oh, schön warm das Wasser. Da kann der Ausflug unter Wasser ja nur ein Spaziergang werden. Cori, Moritz und Julian wandeln auf Robinson Crusoes Spuren und steuern die Privatinsel Motu Fanfan an. Die Hauptinsel Bora Bora ist umgeben von zahlreichen kleinen Koralleninseln. Für mindestens eine halbe Million Dollar kann man so ein Motu kaufen. Oh. So, Land! Ja, Hammer, schaut euch, also ein Highlight jagt das nächste. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin fix und fertig. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. Bora Bora ist eines der teuersten Urlaubsziele der Welt. Luxus pur. Für die drei vom Schiff zumindest für ein paar Stunden. Ist das schön. Wir bleiben einfach hier, haben wir beschlossen. Ja. Also wir werden nie mehr weggehen. Wir müssen kurz auch mal an die Leute zu Hause denken. Ja. Achtung. Okay. Eist. Ich fange mit diesem. Und zum Lunch gibt es die Früchte des Meeres und der Insel, gebettet auf Bananenblättern. Banane. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das gerade total, dass wir einfach nur unter uns sind und essen können und auch mal was ganz anderes zu essen bekommen. Weil also auf dem Schiff ist es ja schon so, dass es sich irgendwann wiederholt und es zwar alles lecker ist, aber es dann doch immer das Gleiche ist. Und jetzt mal so was ganz anderes und so was Landestypisches ist schon was Besonderes, finde ich. Das erste Mal im Leben Hummer. Auch für Schlagerstar Julian David ein Highlight.
Ich kenne das auch gar nicht so aus der Kindheit, aber wir hatten nicht so viel finanzielle Mittel, dass wir uns wirklich irgendwie Hummer oder sowas hätten leisten können. Und deswegen ist es für mich was ganz Besonderes. Ich habe ja heute zum ersten Mal auch Hummer probiert. Ist das für mich sehr, sehr besonders. Und ich finde auch, egal in welcher Lebenslage man sich befindet, sollte es immer was Besonderes sein. Und man sollte es zu schätzen wissen. Für Reiseleiter Moritz bedeutet Luxus auch, einmal ganz alleine zu sein, ohne viele Worte. Meine Auszeiten, um mal von der Arbeit runterzunehmen, nehme ich mir in der Regel beim Sport. Wenn ich Beachvolleyball spielen kann, wäre es optimal, aber auch einfach mal am Strand zu sitzen, ein paar Steine zu flippen. Ich muss immer was tun irgendwie, aber ist auch okay, wenn mal nicht immer Menschen dabei sind. Da schweifen die Gedanken schon mal ab nach Hause, ins Rheinland. Ich bin jemand, der lebt halt im Hier und Jetzt. Wenn ich jetzt auf dem Schiff arbeite und in verschiedenen Ländern bin, dann sind meine Freunde diejenigen, mit denen ich das teile. Natürlich habe ich meine festen Freunde in Deutschland, wo ich mich auch öfters versuche zu melden. Aber das Schöne ist auch, wenn ich mich mal 2 oder 3 Monate nicht melde und ich dann zu Hause bin, treffen wir uns trotzdem jeden Tag. Wir verstehen uns, wir unterhalten uns, als ob es gestern gewesen wäre, ohne viel übereinander wissen zu müssen. Man ist einfach da füreinander und freut sich, wenn man sich wieder trifft. Das wird allerdings noch 2,5 Monate dauern. Sänger Julian denkt an übermorgen, denn da soll seine Show auf der Grand Lady stattfinden. Seit seiner Anreise vor 3 Tagen ist er heiser. Meine Liebe, ich habe gerade überlegt, ich fühle mich körperlich super fit, aber die Stimme macht einfach noch nicht mit. Und ich habe wirklich Panik, wenn ich in 2 Tagen mein Konzert gebe, dass ich nur die Hälfte vom Konzert durchstehe und dann sagen muss, Abbruch. Und wir haben es versucht mit Cortison, mit Honig, mit Ingwer, mit allem, was wir können. Ich versuche, so viel es geht, zu schweigen für meine Verhältnisse. Ja. Aber ich glaube, dass ich es in 2 Tagen nicht hinkriege. Ich habe noch eine Idee, wie wir das verschieben können, auf jeden Fall. Noch weiter nach hinten, wir müssen einiges rumtauschen und so weiter. Aber ich denke, dass wir das hinkriegen, dass du einfach nur ein bisschen mehr Zeit hast, weil wir tun ja keinem Gefallen, wenn du dich auch nicht wohlfühlst und so, ne? Nee, macht, also, dann macht halt keinen Sinn. Wenn ihr das machen könnt, das wäre natürlich der absolute... Also ohne zu viel Stress. Ich will natürlich auch nicht zu viel Stress verursachen. Nein, um Gottes Willen. Danke dir, vielen Dank. Ja. Bernd und Christian sind auf dem Lagunengrund angekommen und werden sofort umschwärmt. Das ist ja richtig cool. Du hast fast einen 360-Grad Rundumblick. Ja, und was für eine Vielfalt einfach. Ne? So viele Fische. Tauchguide Florian animiert die beiden dazu, auch mal ohne Fensterglas hinzuschauen. Schon zu mir und sagte, nimm mal den Helm ab. Und ich dachte, Christian das schafft, ne? Und ich wollte erst gar nicht, aber war toll. Dadurch, dass die Helme konstant mit Sauerstoff vom Boot versorgt werden, ist das Abnehmen und Wiederaufsetzen leicht möglich. Bernd und Christian fühlen sich wohl wie 2 Fische im Wasser. Die Wochen, die waren echt. Die Wochen waren toll. Alles war toll irgendwie. Weißt du, kommen so von der Seite und schwimmen dann so über dein Gesicht rüber. Also so näher geht's ja gar nicht. 2 völlig entfesselte Crewmitglieder. Die 30 Minuten unter Wasser sind wie im Fluge vergangen. Ja, es war hammercool. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine Menge Fische gesehen. Die Rochen waren natürlich der absolute Burner. Also richtig cool, so große Tiere an einem vorbeischwimmen zu sehen. Ich hab keine Ahnung. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Geil. Hammer cool. Hammer. Die Rochen gesehen? Ja, Wahnsinn. Richtig geil. Hast du sie angefasst? Ja, ganz komisch finde ich gern. Und von unten, wenn sie so drüber schwimmen, man das Maul sieht und die Team. Richtig geil. Auch cool. Ja. Wow. Ihre Liebe zum Meer ist heute einmal mehr entfacht. Geil. Super, das war cool. Morgen wieder. Ja. Ach, wir haben doch einen tollen Job. Cori, Moritz und Julian sind auf dem Rückweg zum Hafen. Der Bootsführer sorgt für Stimmung. Die Tahiti-Ukulele ist aus der polynesischen Musik nicht wegzudenken. Und der Schlager nicht aus dem deutschen Kulturgut. Komm Julian, jetzt bist du dran. Sing mal was. Sing mal was Deutsches für ihn. Für dich singen wir jetzt das da. Mit meiner nicht so tollen Stimme, aber wir versuchen es. Ja, ich weiß, du bist erkältet, aber es reicht. Ihr könnt mitsingen. Okay, pass auf. Atemlos durch die Nacht. Sieh, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Liebe Grüße an Helene Fischer auf diesem Weg. Um 16 Uhr hat auch Laura frei
und ist mit Praktikantenkollegin Isabel endlich an Land. Schließlich muss sie noch etwas erledigen. Wir haben jetzt nicht lange Pause und versuchen jetzt noch einen Bikini zu finden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Aber irgendwie hat Laura heute kein Glück. Ach Scheiße, jetzt fängt es zu regnen an, schau. Ja, tatsächlich. Aber übel. Boah, ja, dann schau mal, wie das ausschaut. Boah. Halleluja. Boah. Okay, komm, geh mal da unter den Baum. Voll eklig. Boah, fuck. In der Südsee regnet es fast jeden zweiten Tag. Und dann meistens kurz, aber heftig. Bora Bora im Regen, das hätte jetzt keiner so erwartet, ehrlich gesagt. Man stellt sich das Paradies immer mit Sonne vor, nicht mit Regen. Man stellt sich gleich immer das Beste vor. Und jetzt sind wir hier richtig toll reingekommen. Aber da drüben schaut es aus, als wäre es so ein Laden. Es wird ja hier auf der kleinen Insel jetzt nichts wirklich angucken, wo man war. Und jetzt auch als Regenschutz noch benutzen. Und das ist ganz doppelt praktisch. Das Herz von Steffi und Alex ist übervoll. Sie müssen von ihrem Erlebnis auf der Perlenfarm unbedingt nach Hause schreiben. Ob die Postkarten allerdings vor ihnen ankommen, ist fraglich. Ja, du hast aber schon noch ein paar vor dir. Ich mache jetzt immer nur einen Teil aus. Dann haben die anderen auch eine Art zu entspannen. Selbst anmalen. Also meiner Tochter schreibe ich eigentlich, oder ich versuche immer zu schreiben, was ich erlebt habe oder was man so alles um sich herum hat, wie das Wetter ist und gerade was Tiere betrifft, was man so gesehen hat. Ja, und das versuche ich so im Einklang zu bringen mit den Briefen, die ich ja schon geschrieben habe, die zu Hause für sie sind, wo sie jeden Tag einen Brief nehmen kann zum Lesen und das versuche ich dann so zu verbinden. Bei den Briefen habe ich mal geschrieben, ich weiß noch nicht, was ich genau hier mache und das verbinde ich dann mit den Postkarten. Mal gucken, ob das auch so klappt, wie ich das geplant habe. Mal schauen. Eine steht auf jeden Fall fest. Das Erlebnis heute hat die Geschwister wieder enger zusammengebracht. Das hat sich vor allem Steffi gewünscht. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Alex und ich uns auf jeden Fall noch mal wieder näher kommen und das gemeinsam genießen können. Und das hat sich auch so rausgestellt, dass das so ist. Ich genieße das sehr. In den kommenden 12 Tagen haben die beiden noch viel Zeit zu zweit. Zeit ist das, was Sängerin Katrin Biedmann am meisten fehlt. Die künstlerische Leiterin ist für das tägliche Showprogramm an Bord zuständig. Ein echter Knochenjob. Nun muss ihr Entertainment-Managerin Cori auch noch eine Hiobsbotschaft verkünden. Gut, dass ich dich treffe. Was ist denn? Ja, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Vielleicht hast du schon gehört, der Julian David ist stimmlich nicht fit. Und er meinte, Fernsehgarten ist kein Problem, kann er schon mal ein Lied singen, aber so für eine Stunde Show ist er sich unsicher, ob das gehen würde. Und jetzt habe ich mir den Plan angeguckt, hinten und vorne, wie man das wie tauschen könnte. Und die einzige Option wäre, dass du spontan noch mal eine Show machst. Ja, ich weiß, aber du bist die Einzige. Die anderen Künstler haben alle schon zwei Shows gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Lücke füllen soll. Ich könnte ein Musical-Programm machen. Ja. Ja, ich weiß, das ist schwierig. Du weißt, dass du gerade 16 Stunden weiß, pro Tag. Ich weiß, dass du nur 4 Stunden schläfst und 20 Stunden arbeitest. Musical. Ja. Dann machen wir das. Ach, du bist ein Schatz. Ach, Mann. Komm her. Immer ich. Ja, es tut mir leid. Isabel und Laura erwischen das letzte Tenderboot gerade noch. Ja, auf, komm. Ja. Wir müssen gleich los. Seid schon ein bisschen spät, sind was? Schon da. Die beiden haben jede Sekunde ihres feuchten Landgangs ausgekostet. Mal ohne Arbeit, ganz unter Mädels. Ja, beim Arbeiten habe ich jetzt nur Männer um mich. Aber dann mit Laura wenigstens auf dem Zimmer oder sind ja noch ein paar andere Mädels oder Damen, die auf dem Schiff arbeiten, mit denen man sich dann auch noch irgendwie treffen kann. Ist ganz okay. Für Hotelpraktikantin Laura beginnt gleich der Spätdienst an der Rezeption. Und Isabel muss wieder in die Schreinerei. Um 18 Uhr verabschiedet sich die Grand Lady von Französisch-Polynesien und damit von dem Lotsen, der sie die letzten 5 Tage begleitet hat. Das ist ganz normal und dann haben wir einen guten Anweiser und
Ja, den war sehr genau, den Lutze hier in die französische Polynesien. Und ich habe den nur ein paar Mal mit der weißen Lady auch gehabt. Okay? See you next year, perhaps. See you next year. Yeah. Okay, thank you, everybody. Bye. Die Grand Lady verlässt die Lagune von Bora Bora und nimmt Kurs auf amerikanisch Samoa. Ja, jetzt liegen erstmal zwei Seetage vor uns nach dem Inselhopping. Wir fahren jetzt Richtung US-Samoa, Richtung Pago Pago. Das sind ein paar Meilen und ja, es wird wieder ein bisschen ruhiger. Ich denke, der Schiffsverkehr wird wie die letzten Male auch nicht so viel sein. Aber wir werden sehen. Unvergessliche Abenteuer in Französisch-Polynesien liegen hinter den Kreuzfahrern. Und in Samoa, Pago Pago, Tonga und Neuseeland warten schon die Nächsten. In der nächsten Folge: Drei Sonnenbrandgeschädigte kommen nicht aus dem Quark. Oh nein. Während Katrin Wiedmann vor ihrem Auftritt kalte Füße bekommt. Ich habe Angst, dass ich die Reihenfolge vergesse. Ich habe Angst, dass ich in den Zwischenmoderationen mich total verknote, irgendeinen Blödsinn erzähle. Und Schlagerstar Julian David bringt einen frustrierten Küchenpraktikanten zum Strahlen. Happy birthday to you.